Bei Biancas und Olivers Traumhochzeit im Schloss Neschwitz geht gefühlt die Welt unter. Jetzt haben Sie gar kein Taschentuch gebraucht, aber der Himmel hat Freudentränen. Ja. Ich segelt heute das Wetter alles wieder, was in mir vorgeht. Es ist wie in der Liebe, ne? Mal gibt's Sonnenschein, mal gibt's Regen. Und das gehört alles dazu zum Leben. Genau, wir nehmen, was kommt. Das Team harrt weiter vor dem Schloss aus. Langsam muss eine Entscheidung getroffen werden. Kann die Hochzeit unter diesen Umständen überhaupt noch stattfinden? Aktueller Plan, wenn es so bleibt, bauen wir nur die Stehtische unter dem Gewölbe auf. Notlösungsvariante, ja. Wir können jetzt nicht weitermachen, wir müssen warten. Ich hoffe, dass sich der Regen bald legen wird. Werden Bianca und Oliver heute doch noch ihr Glück finden? Könnte dann schon losgehen, oder? Ja. Ich würde sagen, dass ich jetzt gerade den Höhepunkt wahrnehme des Experiments. Und ja, ich will jetzt, dass das weitergeht. Ich habe noch nie so lange auf ein Glück warten müssen. Die Dreiviertelstunde war extrem Achterbahnfahrt. Hoch, runter, hoch, runter. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich bin abgehauen oder habe kalte Füße bekommen und Sie müssen mich wieder einfangen. Genau, im Regen nämlich. Ja. Ich halte das nicht mehr aus, langsam. Ich bin schon seit einer Stunde sowas von bereit. Wenn das Wetter mitgespielt wird, wäre ich schon verheiratet. Also deswegen. Ich bin bereit. Es gibt kein Zurück. Der Regen hat sich gelegt und Bianca fährt endgültig vor. Oh je, da sind wir. Oh je, oh je. Jetzt geht's auch, glaube ich, wirklich los. Ihr Sohn Tom erwartet sie bereits. Oh mein Gott. Hallo Mama. Hallo mein Schatz. Na? Oh mein Gott. Du siehst so schön aus. Du siehst so aus. Hallo Mama. Ich bin froh, mit meiner Mutter so einen tollen Moment teilen zu dürfen. Dann würde ich sagen, wir packen es an, oder? Ja, wir packen es an. Wir machen es, Mama. Okay, dann komm. Wird der Traum vom Eheglück jetzt zur Realität? Wann kommt sie denn endlich? Mir wird jetzt richtig bewusst, dass sich mein Leben jetzt in den nächsten Minuten ändern wird. Und wenn ich die Tür öffne, dann geht's los. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst. Wenn der erste Blick ist und sie lacht, das wäre für mich das Schönste. Und dann wüsste ich, das haut hin. Freust du dich? Ja. Ja? Willst du ja sagen? Ja. 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 Ich hoffe, wenn die Tür aufgeht, dass ich so einen Wow-Effekt habe. Ich bin reingegangen, dieser fremde Mann hat mich dann angelächelt und das hat mir in dem Moment ein gutes Gefühl gegeben. Wow, die Augen, die dann so glänzten und funkelten, das war das erste, wo ich hingeschaut habe und sie hat gestrahlt und ja, es passte. Eine hübsche Frau. Hallo, ich bin Olli. Ich bin Bianca. Bianca? Endlich. Mich nennen alle Mickey. Das ist auch noch. Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Ich überhaupt nicht. Alles gut. Ja, wirklich nicht? Nein, doch. Alles schön. Wichtig war, dass du gelacht hast, das war wichtig. Ja. Alles andere, das ging mir. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Sehr schön. Congratulations on your jubilation. Willst du die Hand geben? Our hearts are breaking underneath our. Ganz ruhig. Ja, atme durch. Ist das okay für dich? Ja. Sehr schön. Er hat meine Hand ganz festgehalten. Und ja, da hat man schon so ein gewisses Gefühl der Verbundenheit. Wir haben uns die ganze Zeit festgedrückt und sie war sehr aufgeregt. Aber es war einfach ein schönes Gefühl.
Sehr geehrtes Brautpaar, liebe Bianca, lieber Oliver, Sie sind beide sehr offene, warmherzige und liebevolle Familienmenschen, auf die man sich immer verlassen kann. Treffen im Freundeskreis genießen Sie beide gern, ab jetzt vielleicht zu zweit. Und dann geht es für Sie, Oliver, zum Altherrenfußball vielleicht und für Sie, Bianca, auf die Couch zum Stricken oder zu einer Partie Billard. Lieber Oliver, ein weiteres Familienmitglied kommt zu Ihrem Alltag jetzt noch hinzu. Für Bianca ist er ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens, der Dackel Simba. Ich möchte Sie nun bitten, sich für Ihr gegenseitiges Eheversprechen von den Plätzen zu erheben. Oliver, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Bianca die Ehe zu schließen? Dann antworten Sie mit einem deutlichen Ja oder Ja, ich will. Ja, ich will. Ich richte meine Frage nun an Sie, Bianca. Ist es auch Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Oliver die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie ebenfalls bitte deutlich mit Ja oder Ja, ich will. Ja, ich will. Und damit erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Ja, es ist ein komisches Gefühl, wieder Ehemann zu sein, aber es war irgendwie auch ja, Glücksgefühl und es ist schön, jemanden wieder an der Seite zu haben. Das war halt so dieses Gefühl, jetzt begibst du dich auf die Reise und schaust mal, was daraus wird. Ja, und wenn Sie beide möchten, wäre jetzt der Zeitpunkt für ein erstes Hochzeitsküsschen. Love. Auch der erste Kuss war sehr schön. Es ist ein komisches Gefühl, einen Ehemann und gleichzeitig einen Fremden zu küssen. Vielleicht nochmal in die Richtung. Ja. Hm? Meine Ehefrau zu küssen, das war schon ein komisches Gefühl. Deswegen musste ich das auf die andere Seite auch noch mal machen, weil das zweite Mal war schon noch schön.